Weißt du, dass Gott ein Gott des Neuen ist? Ein Gott des Neuen. Er liebt es, Neues zu tun. Er liebt es, Neues zu schaffen. Er liebt es, etwas völlig neuen Aufbruch zu schenken. Ein Neuanfang. Und unsagbar viele Menschen leben mit einer Blickrichtung nach hinten auf ihre Vergangenheit ausgerichtet. Sie schauen auf ihre Vergangenheit und mit Schmerzen sehen sie auf die Fehlentscheidungen, die da gelaufen sind, auf verpasste Chancen, auf Dinge, die sich anders gewickelt haben, als sie sich das erhofft und erträumt hatten. Und sie sind voller Schmerzen darüber, dass das so negativ gelaufen ist. Aber weißt du, das ist die falsche Richtung. Du sollst nicht nach hinten schauen, das ist passé, du wirst nichts daran ändern können. Du musst nach vorne schauen und einfach in dem Bewusstsein vorwärts gehen, Gott ist ein Gott des Neuen. Egal wie verkorkst das ist, was in der Vergangenheit gewesen ist, Gott ist ein Gott des Neuen. Er kann einen völligen Neuanfang schenken. Er will einen völligen Neuanfang schenken. Er möchte, dass du rauskommst aus all diesen negativen Dingen hinein in etwas völlig Neues. Die Bibel ist voll, absolut voll davon, dass Gott etwas Neues tut, dass er etwas Neues aufbrechen lässt, dass er etwas Neues uns schenken will. Neuanfang, Neugeburt, neues Leben. Das sind Dinge, die Gott für uns hat. Und ich sage dir eins, du kannst einen Cut machen, einen Schnitt machen und du kannst deine Vergangenheit hinter dir lassen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Du kannst mit all dem, was dich gefangen hält, mit all der Sünde, mit all den Fehlentscheidungen, mit all den furchtbaren Dingen der Vergangenheit, du kannst sie zu Gott bringen, kannst sagen, ich übergebe dir alles, ich werfe es hier am Kreuz nieder und ich möchte einen Neuanfang machen. Ist das nicht herrlich? Ein echter Neuanfang. Egal wie verkorkst und wie negativ deine Vergangenheit auch gelaufen sein mag. Neuanfang ist möglich. Ein Neuanfang ist möglich für dich. Du kannst. Und das ist etwas Wunderbares, was Gott für uns hat. Er sagt, siehe, ich mache alles neu. Das meint natürlich, dass er alles neu macht, aber das ist etwas, was ich dir zusprechen möchte, auch für dein Leben. Siehe, er kann auch in deinem Leben alles neu machen. Du kannst die negativen Dinge hinter dir lassen. Wende dich Jesus zu, wende dich ihm zu und komm einfach mit dem Wunsch, Herr, ich möchte einen Schnitt machen, ich möchte einen Neuanfang machen, ich möchte die Sünden und die Bindungen und die negativen Dinge der Vergangenheit hinter mir lassen und ich wende mich dir zu. Vergib mir all das und ich vergebe mir auch all das und ich fange mit einem Neuanfang an. Vielleicht ist das für dich gerade dran. Vielleicht ist für dich dieser Schritt dran, einen Schnitt zu machen und in etwas völlig Neues zu starten. In dem Sinne möchte ich dich ermutigen, sei kühn und tu das und geh hinein in das, was Gott für dich hat. Weißt du, es gibt einen Spruch, der sagt, den meisten Menschen ist eine bekannte Hölle lieber als ein unbekannter Himmel. Den meisten Menschen ist eine bekannte Hölle lieber als ein unbekannter Himmel. Das bedeutet, dass ihre negativen, schwierigen, ätzenden Lebensumstände, die sie kennen, ihnen lieber sind, als den Schritt zu wagen, in etwas völlig Neues zu gehen, was vielleicht wunderbar ist, aber was sie nicht kennen. Sie sind so voll Furcht und voll irgendwelchen dubiosen Befürchtungen, was das Unbekannte für sie an Gefahren bereithält, dass sie lieber an dem negativen Alten festhalten. Sei nicht so ein Mensch, der an dem negativen festklammert, weil er Angst hat vor etwas Neuem, wenn das Neue aber doch dich in wirkliche Freiheit, in einen echten Neuanfang bringen kann. Sei jemand, der die bekannte Hölle hinter sich lässt und etwas Neues startet, etwas Neues, was Gott für dich vorbereitet hat. Ich weiß, Gott hat viel mehr für dich, als du dir vorstellen kannst.